Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Assassin's Creed Odyssey mit dem Ralf von der letzten Folge. Da haben wir den Minotaurus erlegt. Nicht den, sondern seinen Vater quasi. Also bei der Quest, wo wir für Ares die etwas größer geratenen Tiere erlegen sollen, weil den eigentlichen Minotaurus kommen wir erst gegen an, wenn wir Level 40 sind. Da sind wir noch ein bisschen davon entfernt. Aber wir haben in der letzten Folge auch am Ende noch den Kultisten erlegt und haben jetzt hier noch eine Nebenmission, die vorletzte, die ich noch machen möchte. Und eine, bei der es ja noch unklar ist, ob ich die mache, die in Gurkha, ob ich da Krieg einzettel oder nicht. Soldat, bitte. Ich könnte Hilfe brauchen. Was gibt es für ein Problem? Es gibt ernsthafte Unruhen in Kydonia, Söldnerin. Die Wachen und die Händler gehen sich an die Kehle. Die Wachen sollen den Einheimischen dienen. Was hat sie so aufgebracht? Steuern. Die Händler weigern sich, die erhöhten Steuern zu zahlen und die Wachen treiben sie zu übereifrig ein. Befehlshaber Diokles ist mehr Räuber als Wachmann. Der Aufruhr ist schlecht fürs Geschäft. Bitte beruhige ein paar der Unruheherde um Kydonia. Ein machtgieriger Befehlshaber, zivile Unruhen, das klingt nach viel Arbeit. Die äußerst großzügig. Ich habe Edelsteine, die jemandem wie dir sicher gefallen würden. Da bin ich sicher. Na denn? Dann helfe ich gern. Gut. Es gibt Spannungen im Umfeld der Agora, am östlichen Markt und im Hafen. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Soll ich alle nötigen Mittel einsetzen, um für Ruhe zu sorgen? Das ist typisch, Söldner. Für euch ist das Schwert die Antwort auf alles. Ja, man kann für Ruhe sorgen, indem man alle Beteiligten tötet. Aber manchmal ist es besser, einfach nur zu reden. Ich wollte nur fragen. Wenn erhöhte Steuern an all dem schuld sind, wäre es nicht das Einfachste, sie zu senken? Weißt du nicht, dass sich die griechische Welt im Krieg befindet? Krieg ist teuer und Kydonia braucht eine Flotte und Armeen. Wir müssen uns noch verteidigen. Du hast einen Befehlshaber, Diokles, erwähnt. Wer ist das? Kein Mann des Volkes, Söldnerin. Auf seinen Befehl hin üben die Wachen so viel Druck auf die Händler aus. Es ist furchtbar. Ich weiß alles, was ich wissen muss. Tu, was du tun musst, um Ordnung zu schaffen. Aber pass auf. Einige wollen von diesen Unruhen profitieren. Wir zählen auf dich, Söldnerin. Oh je, das kann nur schief gehen. Also nicht, dass ich das nicht auch ohne Gewalt hinkriege, aber die Frage ist, ob ich überhaupt die Wahl habe in der Hinsicht. Weil manche Leute wollen die Welt einfach brennen sehen. Da kannst du machen, was du willst. Ihr macht den Kindern an! Hört auf! Hat dein Schwein von Mann aufgehört, als wir ihn anflehten unsere... Was soll das? Es geht um Gerechtigkeit! Das klingt gar nicht nach Gerechtigkeit! Was geht es dich an? Das ist die Familie einer der Wachen, die uns verprügeln und schikanieren. Das haben sie verdient. Diese Steuererhöhung ist lächerlich. Sie quetschen den letzten Rest Leben aus uns raus. Wir müssen uns erheben und kämpfen. Es gibt keinen Grund für Gewalt. Wir können darüber reden. Reden? Sie haben unsere Waren zerstört und uns verprügelt. Haben sie, ja. Und vielleicht sollten sie büßen. Aber diese Familie hat nichts getan. Das Kind hat nichts getan. Sie sind unschuldig. Aber sie brauchen eine Lektion. Sie müssen lernen, dass wir kein Freiwild sind. Aber doch nicht so. Sie haben dich bezahlt, oder? Du arbeitest für sie. Gut, wie du willst, Söldnerin. Der Frau und dem Kind wird nichts geschehen. Aber mit dir sind wir noch nicht fertig. Wir haben unsere eigenen Söldner. Oh je. Nö, nö. Ich hab keinen Bock jetzt gegen den Söldner zu kämpfen. Da ist schon der nächste. Na gut, findet mich erstmal. In den Weg stellt. Macht. Was geht hier vor sich? Dieser Malakas muss Steuern zahlen, wie jeder andere auch. Sonst zertrümmern wir jeden Topf auf der Agora. Das ist Diokles Befehl. Lasst den Händler in Ruhe. Ihr habt schon genug getan. Ha! Sehnst du dich etwa nach einer Tracht Prügel?
Dann zertrümmern wir auch dich. Du wirst... Was soll das? Brosso! Brosso! Ich werde dich nur treten. Ares ist auf deiner Seite, aber nicht mehr lange. Fall doch endlich ab, Polizei! Ciao. Okay, die kämpfen alle gegen mich. Muss ein bisschen Adrenalin holen. Warum greifen mich die normalen Leute an? So. Komm mal mit. Zerstört hier alles! Und wenn sich euch der Händler in den Weg stellt, macht ihn fertig! Halt! Meine Familie muss davon etwas leben. Na gut. Der wollte einfach nicht. Es gibt hier leider nicht die Option waffenlosen Kampf. Faustkampf wäre geil. Kein Recht, uns hier festzuhalten. Gebt sofort unsere. Das könnt ihr nicht machen. Was für eine Scheißstadt ist das, wo die Wachen ihr eigenes Volk ausbeuten? Ganz einfach. Du zahlst keine Steuern, wir nehmen deine Waren. Und jetzt tritt zurück. Sonst was? Söldnerin, bitte, bring diese Idioten zur Vernunft. Wenn wir unsere Geschäfte nicht weiterführen dürfen, wird die ganze Wirtschaft Kydonias zusammenbrechen. Das geht dich nichts an, Söldnerin. So will es das Gesetz. Wenn sie ihre Waren abgeben, ist alles gut. Gesetze sind für Schwache. Die Menschen sollten frei leben. Diese Händler geben dir keine einzige Drachme. Das wirst du bereuen. Tötet die Söldnerin! Ah. Wieso wollt ihr mich immer gleich töten? Das Spiel will gar nicht, dass ich eine friedliche Lösung finde. Kommt der auch noch. Yeah.
Namen einfach mal durchmischen. Oh. Wieder nicht weg wegen dieser scheiß Animation. Und dann weicht er nicht aus. Brennen ist furchtbar. Mal, was passiert, wenn ich die andere Variante versuche. Ob dann das Volk auf mich noch saurer ist. Ja, das ist zumindest ein Vorteil, dass ich das mal testen kann. Was passiert, passiert wäre, wenn ich die andere Variante wählen würde. So von wegen, das Gesetz muss geachtet werden. Das könnt ihr nicht machen. Was für ganz einfach. Und jetzt? Sonst was? Söldnerin, bitte, wenn wir unsere Das geht dich nicht. Eure Steuern werden Kydonia sehr helfen. Ihr solltet das Gesetz respektieren. Das Militär tut so gut wie gar nichts in dieser Gegend und verlangt Jahr für Jahr immer mehr Geld. Unsinn! Siehst du, Söldnerin? Nichts dringt zu diesen Dickschädeln durch. Nur meine Fäuste. Und jetzt geh mir aus dem Weg, bevor ich dich auch niederschlage. Natürlich haben wir das, wenn du deine Steuern nicht zahlst, wie du es ist egal, was ich gemacht hätte. Ich bin trotzdem zum Kampf gekommen. Okay, fickt euch alle. Der schon wieder. Da Kopfgeld ist wieder weg. Im Arsch. Warum gibst du noch? Okay. Oh.
sein Gesicht. Söldnerbrustplatte. Was kann die? Na. Die fehlt mir nicht. Kann ich wegtun. Die behalte ich ja noch. Und das tun wir auch weg. So, das hier kann man auch zerlegen. So. Und jetzt haben wir es genau gesehen, es ist ja scheißegal gewesen, welche Wahl ich treffe, es kommt immer zum Kampf. Bin ich ein bisschen eine Sauerei, dass ich da nicht mal die Wahl habe, Zauber zu vermitteln. Ach ja. Da ist wieder der Eingang. Was ist hier passiert? Vermisst du deinen kostbaren Edelstein, Söldling? Triff mich auf dem Hof südlich vom östlichen Bazar. Wenn du sie zurückhaben willst, sorge ansonsten dafür, dass dann meine Soldaten und ich dich nie wieder in Kydonia sehen. Befehlshaber Diokles verweigert mir die Bezahlung. Okay, dann gibt's hier aufs Maul und naja. Bin ja eh schon ein bisschen pissig wegen dieser Mission. Befehlshaber, heute ist dein letzter Arbeitstag, Lebenstag. Kannst du dir aussuchen, wie du willst. Da, der ist schon am Arsch. Sturm kann ich besser. Okay, du willst Feuer? Hier kriegst du Feuer. Mal looten hier. Du dicker Haufen, mach mal kaputt hier. Aufgehen. Man stellt sich nicht zwischen eine Söldnerin und ihre Bezahlung. Ja, würde ich auch so sagen. What? Gute Hühner. Oh. Und dafür nehme ich halt das hier alles mit. Oh, recht gehabt. Ist jetzt alles meins. So.
auch. Oh, guten Tag. Du bringst mir gleich Leder mit. Finde ich gut. Schönes für mich. Die Götter seien mir gute Reise. Ein neues Schwert oder ist das ein Dolch? Hm. Ein neues Schwert. Da haben wir endlich mal ein Schwert, was besser ist. Zumindest von den Passivwerten. Weil Feuerschaden, ich mache ja viel mit Feuer und Feuerschaden plus 16. Oh ja, das tut dann weh. Das gefällt mir. Sorry, Vater, aber jetzt nutzen wir deine Klinge nicht mehr. Oder Zeit. Die klingt cool, die Fähigkeit. Muss ich mir noch überlegen, wo ich die hinpacke. Wahrscheinlich nehme ich die dann erst in Angriff, wenn ich die den dritten. Weil man kann mehr wie zwei von diesen Kreisen haben. Was glaube ich mal bei dem? Ich habe einen starken Kreis, sage ich mal. Söldnermäßig sind wir jetzt auf Rang 6. Wir können einen Söldner direkt hier platt machen in der Arena. Aber die gibt uns nur so alle Dinge. Die brauchen wir nicht. Da haben wir wieder einen gefunden, der zu stark ist für uns. Inventar. Haben wir einen Helm? Helm der Banditenfürsten. Brauche ich nicht. Den kann ich auch zerlegen. Den hatte ich schon zerlegt. Naja. Quest haben wir erledigt. Dann brauchen wir hier. Die nächste und letzte Quest, sofern ich mich nicht noch doch noch dazu entscheide, bei Kyrgos den Krieg anzuzetteln. Gauli? Obus? Antreten? So. Onward to Glory. Was, wer? Bist denn du für einer? Fängt der auf einmal einen so einen Kampfschrei zu machen? Bist du ein Indianer? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Leute.
Daklis erschöpfte Miene. So, grüß dich. Stimmt etwas nicht mit deinen Waren? Hä? Ist deinen Waren etwas passiert? Tölpel sind passiert. Sie ließen mein Obsidianglas fallen und haben es zerbrochen. Du hast es auch getragen. Hast du etwas gesagt, Welpe? Ich sagte, verflucht seien diese Tölpel. Ganz genau. Nun brauche ich mehr Obsidian. Taub, der Schmied. Wenn du mir etwas bringst, Söldnerin, soll meine beste Klinge dir gehören. Sind wir im Geschäft? Ja, wegen mir. Das sollte reichen. Du bist gut ausgestattet. Bist du Händlerin oder Söldnerin, ha? Nein, ein Luthor. Ausgezeichnet. Das wird reichen. Bitte schön, Söldnerin, wie versprochen. So. Da hat sich das Looten doch mal ausgezahlt, nicht wahr? Dann haben wir hier das auch schon erledigt. Und da unten kommen wir ja eh nicht weiter mit Level 40. Wir sind nicht Level 40. Machen wir das noch? Ich weiß es noch nicht. Ich überlege es mir bis zur nächsten Folge. Wenn ich an dieser Stelle sage ich dann wieder danke fürs Zusehen und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr. Like und subscribe und der Welt verteilen. Und wenn ihr es noch nicht schon längst getan habt, könnt ihr die Notation Bell aktivieren, damit YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Sollte YouTube euch dann doch nicht benachrichtigen, wenn wie wo was bei uns abgeht, habt ihr zusätzlich noch die Möglichkeit, den Twitter-Account von Dennis einen Follow reinzudrücken und dabei auf alle Feed-Anzeigen einstellen. Denn Twitter und YouTube sind miteinander verknüpft und wenn wir bei YouTube dann irgendwie einen Blödsinn machen, twittert Twitter extra an euch raus. In diesem Sinne sage ich an dieser Stelle danke fürs Zusehen und ja, ich muss mir jetzt ernsthaft überlegen, ob ich die Folge, also die Nebenquest noch mache, vollständigkeitshalber. Sollte ich mich dazu entscheiden, sie nicht zu machen, werde ich als nächstes erst einmal den hier plätten. Sollte ich mich dazu entscheiden, sie zu machen, kommt den natürlich zuerst und dann im Anschluss machen wir den Kultisten hier platt. Aber ich denke nicht, dass ich das heute noch mache. Ich denke eher, dass ich das in der nächsten Aufnahmesession mache. Bis dahin werde ich dann hoffentlich recherchiert haben. Ja, schauen wir mal. Ich muss ja wirklich mal gucken, was die Quest macht. Ob die overall wirklich was tut oder nicht tut oder ob die relevant ist oder irrelevant. Aber ich habe halt nicht so wirklich Lust, einen Krieg anzuzetteln. Einen unnötigen. Das wollte ich ja hier auch schon nicht machen in Athen. Mit den beiden hier. Die wollten ja auch bloß Krieg anzetteln. Sind die mittlerweile mitgelevelt? Ja, das levelt mit. Ja, das levelt auf jeden Fall mit. Naja. Okay. Das heißt, auch wenn ich sie nicht mache, werde ich sie später vielleicht irgendwann mal machen können. Wenn es mir dann wurscht ist. Aber bis dahin wird es eine Weile dauern. Also. Bis denn dann. Tschüss.